Ich glaube, es hat ja ganz klar in der Presse die Runde gemacht. Wir haben einen Run auf Holz. Hier liegt noch ganz gutes Holz in der Gegend herum. Ich hoffe, es liegt auch noch so lange, bis der Eigentümer oder die Eigentümerin das dann letztendlich abgeholt hat. Es handelt sich hier um relativ schöne Buchenstämme, die man natürlich verbrennen kann, aber vielleicht auch zu etwas Schönerem verwenden kann, also wo sie etwas langlebiger verwendet werden. Ja. In Zeiten, wo alles um Spekulationen geht, wo jeder sein Geld retten möchte, wird Holz teuer, demnächst wird wohl das Essen noch teurer, Wohnraum wird eh teurer, Heizkosten werden sehr viel teurer, nicht nur, weil man das Kohlenstoffdioxid letztendlich versteuern muss, sondern ich gehe davon aus, dass auch einige hingehen werden und an anderen Schrauben drehen, sodass die Gaskosten als solche im Preis steigen. Demzufolge werden natürlich alle Materialien wie Isoliermaterialien, Fenster und so weiter auch teurer werden und vielleicht auch effiziente Heizungen. Denn das Angebot ist nicht so schnell skalierbar, wie man das vielleicht gerne hätte, aber die Nachfrage wird rapide steigen. Und wir kennen alle, wenn die Nachfrage nach irgendetwas rapide steigt, geht das Angebot auf Null runter, aber die Preise ins Unermessliche. Denn auch Immobilien, Häuser wie auch Grundstücke sind natürlich inzwischen etwas, wo die, die viel Geld haben, ihr Geld weiter vermehren können, indem sie es anlegen, gewinnbringend, während die, die im mittleren Einkommensbereich liegen oder darunter, schlicht gesagt in die Röhre gucken und tatsächlich fast schon ohnmächtig daneben stehen. Wenn es den Nahrungsmittelsektor betrifft, wird es natürlich richtig schlimm. Das betrifft nämlich dann alle. Außer denen, die genug Geld haben oder selbst etwas anbauen können, weil sie ja eben Glück hatten und noch ein ausreichend großes Haus mit Garten eben bekommen hatten.